Dün, 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 dün. Ding. Moin Leute, willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Hier ist wieder der Pleitevogel. Und Leute, ich habe ein bisschen was für euch heute. Was habt ihr gedacht? Was denkt ihr, was heute läuft? Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Das liegt daran, dass eine Aufnahme schiefgelaufen ist. Ich wollte ja eigentlich mit euch die Kaserne aufbauen. Tja, Leute. Und jetzt machen wir einen kurzen Ausflug. Das will ich euch zeigen. Guckt es euch an. Ah. Mashallah. Jetzt fange ich auch schon so an. Leute, guckt euch das hier an. Also einmal hier. Ne, das kam auch als Tipp. Warum nicht die Vogelscheuchen verwenden? Und habe ich hier, ne? Hier haben wir Kampfplätze. Da können die Leute dann mit ihren Schwertern. Warte mal, ich mit meinem Bogen. Ne, mit dem Bogen nicht. Bogen ist doof. Habe ich nicht irgendeine Waffe? Ich habe eine Axt. Warte mal, wo ist meine Axt? Oder ein Hammer. Hier, da kann ich so Bam machen. Bam. Dann kann man die Vogelscheuchen verkloppen. Ne? Haben wir gleich drei Stände für, ne? Für unsere Nahkämpfer. Dann habe ich hier noch, Leute, ein Bogenschießstand. Gleich zwei, ne? Da kann man dann hier nach vorne gehen. Schießen. Natürlich alles beleuchtet, ne? Ich habe hier schon so kleine Lampen hingebaut, hinten, so ein bisschen. Das kann man abends besser sehen. Oh, ich hätte das auch abends schieben sollen, die Besichtigung. Das wäre viel cooler. Ich habe hier nämlich überall noch Lampen aufgebaut. Aber na gut. Ne? Hier ist unser Free-Kampf-Bereich, ne? Hier können die miteinander fighten, die Leute, wie sie bockig sind. Und ja, was soll ich sagen? Hier, ich habe das Haus mit Wände gebaut. Ich habe zuerst versucht, ohne zu bauen, aber das Ding ist, wenn du ohne baust, naja, dann ist die Inneneinrichtung ja gar nicht da. Und ich will ja auch, dass hier jemand wohnt, ne? Hier muss noch einer einziehen. Das ist mir wichtig. Ein Schmied. Hier zieht nämlich der Schmied hier ein, der hier nachher schmieden wird. Der macht die Waffen fertig immer. Was er genau macht, werden wir noch mal sehen. Aber ne, so habe ich mir das vorgestellt. Vielleicht auch noch eine Handwerkerin? Nee, ein Kerl. Da kommt ein einziger Kerl rein. So stelle ich mir das jetzt vor. Ja, was gibt es noch zu sagen? So, warte, das ist hier drinne. Ich glaube, ich gehe da gar nicht weiter drauf durch. Das geht auch ganz schnell, Leute. Heute ist die Folge echt kurz. Warte mal. Jetzt gehen wir noch mal kurz hier draußen lang. Weil da habe ich auch noch was gebaut. Hier führt so ein Weg dran vorbei. Und dann ist hier so ein kleiner Parcours, wo hier jetzt auch noch eine Vogelscheuche hin soll in der Mitte. Wo man mit dem Pferd so einmal mit der Lanze stechen kann. Aber warte mal, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Kann ich so eine Vogelscheuche gerade bauen? Oder fehlt mir gerade Material? Mir fehlt Material. Holzstämme, zwei Holzstämme, zwei Lieder. Alles im Dorf drin. Moment. Das tun wir uns nochmal schnell. Nicht im Dorf, in der Kaserne. Ich habe das alles hier, das Zeug. Hier rumlaufen ist natürlich schlecht. Da muss man den anderen Weg rennen eigentlich. Da. Warte mal kurz hier, Pferdchen. Muss mal ganz kurz rein hier. So, und das Ganze ist natürlich nur der Anfang heute, ne? Da kommt noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Wie sieht das jetzt aus? Alles da, wunderbar. So, da bauen wir da hinten noch schnell eine Vogelscheuche hin. Und das ist dann, wenn man mit dem Pferd unterwegs ist, wenn man mit der Lanze üben möchte. Dafür ist der Parcours hier da. Der ist vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen hier, weiß ich nicht. Den Baum hätte ich vielleicht noch wegnehmen sollen. Aber ja, das war so mein. Vielleicht hätte ich ihn auch weiträumiger gestalten sollen noch. Wenn ich so echt mit dem Pferd durchlaufe, ist es natürlich hart. Aber so habe ich mir das vorgestellt. Hier dann das Ding hin. Na, und hier hat man dann die Möglichkeit umzudrehen wieder mit dem Pferd. Ja, der ist gerade nicht so optimal gelaufen. Ich glaube, den hätte man nicht besser machen können. Aber ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht die Lust, den jetzt umzustellen. Natürlich habe ich hier hinten auch übrigens, warte, das kann man hier sehen. Hier ist noch eine Fackel, ne? Beleuchtung. Und hier außenrum habe ich auch noch so zwei, drei Beleuchtungssachen gemacht, damit man den hier auch nachts nutzen kann, den Weg, ne? Das war mir irgendwo wichtig. So. Und so sieht das Ganze denn aus hier, Leute. Das ist meine Kaserne. So, hier draußen auch zwei Lampen, ne? Eine links und eine rechts hier vom Eingang.
damit man die auch nachts gut findet. Und hier sieht das jetzt so aus. Hier wäre für mich noch die Frage. Ich würde hier gerne noch... ich glaube, diese Steinzäune finde ich geil. Hier überlege ich natürlich noch, ob ich hier noch irgendwas basteln soll. Was ich hier noch tun kann als Doku, wollte ich gerade sagen. Als Deko. Und ich glaube, hier können einfach ein paar... Warte, ist das so in Ordnung? Ja, passt schon. Moment, ich muss mit First Person gehen, sonst buggt das hier so ein bisschen rum. Ups, falscher Knopf. So, ich schmeiß hier nochmal schnell ein paar Baumstämme ab. Bam, bam. Was habe ich da runtergeschmissen? Ein Ausdauertrank? Nein, Moment. Da war ich gerade zu schnell. Schneller, als ich sein wollte. Ja, die können ja auch ein bisschen kreuz und quer liegen, glaube ich. Wollte gerade sagen kreuz und krumm, aber... Ja. Da liegen ein paar olle Baumstämme rum. Brennholz auch. Also, hier fehlt natürlich jetzt noch kleine Deko. Körbe. Ich will noch ein Korbchen machen. Das Feuerholz da vorne mit reinstapeln, ne? Truhe habe ich auch noch. Ja, weiß ich nicht, was ich da noch machen könnte. Hier wollte ich, glaube ich, noch einen Tisch setzen. Bretter brauche ich dafür noch. Moment, 26 Bretter, die nehmen wir doch gleich. So. Nee, das sieht nicht gut aus. Der passt da nicht hin. Der passt da gar nicht hin. So würde er hinpassen, ne? Aber. Naja, so ist er zumindest gerade zur Bank. Warte, hier könnte noch ein Stuhl hin. So ein Holzschemel. Warte, oder so. Zack. Boah, passt schon. Ich habe nicht zufällig Messer und Gabel hier? Nee. Schade. Schade auch. Ja, man kann halt nicht alles gerade dabei haben. Ja, so sieht das nämlich aus. Ich möchte mal meinen Hammer in die Hand dekorieren. Hier kommen natürlich dann noch hier die Palisaden vor die Fenster. Die bleiben hier offen. Und warte mal, eine Steinwand. Kann ich an der Steinwand? Oder warte, nochmal die Tür? Na, da gucken wir noch mal. Vielleicht wäre die noch besser, ne? Da brauche ich mehr Bretter und mehr Holzstämme. Ja. Aber. Dekorieren. Wand. Ah. Oder ein Regal. Was machen wir hier? Haken, ne? So. Oh ja, jetzt bitte. Oh, jetzt kann man hier ein paar Äxte und sowas hinpacken. Hm. Hier kann ich nicht... Ne, schade. Die Werkstattgebäude und so kann man nicht dekorieren. Aber hier, da komme ich gerade nochmal in die Fantasie, vielleicht noch hier das Fenster wegzunehmen. Und auch nochmal eine Wand hinzuklatschen, dass man hier so ein Regal hat oder so. Das wäre natürlich heiß. Wand. Und dann so ein langes Holzregal. Verstärktes Holzregal. Das ist es eigentlich. Das brauchen wir. Ja. Man sieht hier also, man kann hier noch einiges an Kleinigkeiten hinbasteln, ne? Aber so im Großen und Ganzen ist das schon mal eine Idee, oder? Warte mal, wie kann man jetzt ein schönes Bild machen? So, oder? Na. Alles nicht so perfekt. Razimir, guck mal in die Kamera, Kollege. Guck mal in die Kamera, nicht auf den Boden. Los, komm, einmal lächeln. Mal. Ach so, okay. Gekauft.
Ja, Leute, alles klar. Damit haben wir heute erstmal. Ja, das ist ein kleiner Einblick in meine Kaserne, wie ich sie hier habe. Ich wollte eigentlich keine Eisenpfeile da reinstecken, aber wenn wir schon mal hier sind. So 90. 100%. Ja, Leute. Nochmal 100%. Ich bin hier wie. Ja. Ne? Wie ich halt bin. Profi. So, liebe Leute. Alles klar. Das ist heute der heutige Tag erstmal nur hier. Mal gucken, was wir hier noch zusammenbasteln. So ein paar, ja, hier vorne, das bisschen grün müssen wir noch ein bisschen dekorieren. Hier ist auch eine schöne Lagerfläche. Hier werden wir wahrscheinlich noch Ständerwerk oder sowas bauen für Waffen. Sowas in der Richtung stelle ich mir hier vor. Und so Äxte und sowas, wisst ihr, also ein paar Holzäxte kommen hier rein, ein paar Speere und so. Vielleicht die Speere da hinten. Dann müssen wir noch mal gucken, wie wir das mit den Waffen am besten machen. Und das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal machen, ne? Wie gesagt, heute ist nur so ein kurzer Blick hier auf das Getane. Und dann gucken wir mal am Freitag, wie das weitergeht. Ja. So, alles klar, Leute. Dann haut rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Eigenbau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich zumindest, ja. Also, bis dann. Bis dann, Leute. Ciao.